In einem Buch habe ich etwas sehr Interessantes gelesen. Und zwar ging es um einen hebräischen Satz. Der Satz heißt, Gott ist mit uns. Und auf Hebräisch heißt dieser Satz, Im Anu El. Im Anu El. Immanuel. Immanuel ist, so sagt uns Jesaja, ein Name des Messias, der von der Jungfrau geboren wird. Ein Name des Messias. Der Messias ist der Immanuel. Es ist ein Name. Und wir nutzen diesen Namen auch heute noch. Aber es ist eigentlich im Hebräischen viel mehr als nur ein Name. Es ist nämlich dieser Satz, diese Zusage, diese Aussage, Gott ist mit uns. Und der Autor hat darauf hingewiesen, hat gesagt, als Jesus am Kreuz hing, als er litt, da war er der Immanuel im Leid. Was heißt das? Er ist mit uns im Leid. Als er vor Gericht stand, verurteilt wurde, da war er Immanuel im Gericht. Gott ist mit uns im Gericht. Als er abgelehnt wurde, als man ihm Böses antat, da war er Immanuel in der Ablehnung, in der Verurteilung, im Mobbing, im Fertigmachen. Das bedeutet, Gott ist mit uns in diesen Dingen. Gott ist mit dir, wenn du Christ bist, wenn du diesen Namen des Messias für dich beanspruchen kannst, der Name, der über allen Namen ist, und sagst, Immanuel ist ein Name des Messias, Jesus Christus, Yeshua HaMashiach, und den beanspruche ich für mich. Er beinhaltet die Zusage, er ist mit mir, egal durch welche Umstände ich gehe. Denn er ist auch durch diese Umstände in diesem Leben gegangen. Immanuel. Als er in den Himmel auffuhr, ist er jetzt Immanuel für immer im Himmel. Er ist mit uns für immer im Himmel. Merkst du, was für ein Potenzial in diesem grandiosen Namen ist? Immanuel. Er ist mit dir. Wo immer du durchgehst, was immer deine Umstände sind, was immer deine Herausforderungen, deine Probleme sind, deine Wüstenfahrten, was auch immer. Immanuel gilt für dich. Der Name Immanuel ist über deinem Leben ausgerufen, wenn du Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen hast. Immanuel in all deinen Umständen, egal was, bis in die Ewigkeit. Immanuel, denn Gott hat mehr für dich.